The role of cities in climate change is probably one of the most important ones. 35% of the CO2 comes from warming, from heating in the cities. So we need to change. In Berlin, we use energy better than in any other city. Engineering is already there. Our strategy for the solution is, number one, recycle and reuse. Cities can actually, in the future, become self-supplying. Berlin ist eine Stadt, in der die vielen Brüche in der deutschen Geschichte ihre Spuren hinterlassen haben. Als die Mauer fiel am 9. November 1989, es waren dramatische Ereignisse, die damals stattgefunden haben, wo die Menschen sich im Prinzip selbst ermächtigt hatten und sagten so, wir nehmen uns jetzt die andere Stadthälfte. Da begegneten sich dann beide zum Beispiel oben auf der Mauer am Brandenburger Tor, wo dann diese berühmten Fotos entstanden sind und Filmaufnahmen von den Ost- und Westberlinern, die sich da gegenseitig in den Armen legen. Nachdem du immer gedacht hast, du wirst in deinem Land versauern, steht plötzlich die ganze Welt offen, völlig unerwartet, von einem Tag auf den anderen. Dieser Druckkessel geht jetzt weg, 89. Boom! Ja? Nach der Wende gab es ganze Stadtviertel, die waren ziemlich leer und auch ziemlich uninteressant für Investoren, aber sehr interessant für Leute, die irgendwie Freiräume suchten. Es war auch im Jahr 1990 in vielerlei Hinsicht ein rechtsfreier Raum. Ja? Du hast die Kids, die da mehr oder weniger in dieses Vakuum rein zischen. Du hast die Polizei, die nicht genau weiß, was erlaubt und was verboten ist. Spannend war, dass es dann das erste Mal so Raves gab mit Techno oder Acid in den tollen Locations, leerstehenden Kraftwerken, Banken oder Warehouses. Das hat dann zu so Läden geführt wie dem Planet, wo die wie Hausbesetzer reingegangen sind und am Anfang sogar den Strom geklaut hatten. Ja, Soundsystem rein und noch ein Strohboden, vielleicht noch ein Nebel und dann sozusagen ein Brett ist die Theke und los geht's. Wir waren neugierig, wir wollten den Osten kennenlernen, die Ossis wollten den Westen kennenlernen. Wir haben alle zusammen getanzt, um sich zu befreien aus diesem deutschen Drama. Jetzt rappelt da der Beat und du denkst, ja, endlich. Jetzt ist nur noch Zukunft, jetzt ist nur noch Freiheit, jetzt ist nur noch Euphorie. Stadt der Freiheit mit diesen vielen kulturellen Möglichkeiten macht die Attraktivität der Stadt aus, macht es aber eben auch, dass sie jetzt ökonomisch viel, viel interessanter wird. Und das bedeutet, dass der Druck auf die Stadt, der Druck auf die Wohnungen, auf die Mietpreise, aber auch auf die klimatischen Bedingungen der Stadt, dass der sich sehr, sehr dynamisch verändert heutzutage. Und das ist eine der großen Herausforderungen für die Stadt. Ich feiere Berlin, weil es krass künstlerisch ist, es ist einzigartig, es gibt keine Stadt, die so ist wie Berlin. Ich bin auch Techno, Techno pur, Abfahrt pur und die geilste Stadt, wo man im Geisten feiern kann und leben kann, ist einfach Berlin. Yeah. It's freedom, it's freedom, it is freedom. Yeah, you can do whatever you want. It feels like it's just everything is open. You can just walk in anywhere and just do anything. Es gibt geile Leute, kreative Leute, coolere Leute, die mehr Input geben und ja, der Vibe ist einfach da. So. When it comes to the urbanization and we're seeing the population going more and more into the cities, it creates a higher density. Now Berlin reached a stage where it will take a significant change in its transformation towards sustainability. When we look to the cities and the challenges we're having, we see that it's not only about making it renewable, it's also about first using what's already available. Thank you.
Mein Name ist Nikolaus Meyer. Seitdem ich 16 bin, engagiere ich mich für den Klimaschutz. Ich mache heute ganzheitliche City Energy Solutions bei E.ON. In den Städten entscheidet sich die Energiewende. Die Städte sind hochverdichtete Quartiere, wo ein Großteil der Energie benötigt wird. Also wenn wir in den Städten nicht Lösungen finden, Wärme, Strom, Mobilität CO2-neutral zu produzieren, dann werden wir den Klimawandel nicht schaffen. When changing the sustainability in the cities, we cannot only look on new builds. We also need to look at the existing solutions that are there. Tegel ist der frühere Flughafen von Berlin und wird ein neuer Stadtteil. Da werden eine Reihe von Gebäuden, Straßenzüge und Quartiere, Wohnquartiere auch entstehen. Es ist geplant als ein Musterquartier mit CO2-freier Wärme- und Kälteversorgung. In Tegel verbinden wir die neu entstehenden Gebäude über ein Netz, das überschüssige Wärme aus den Gebäuden aufnimmt und es den benachbarten Gebäuden zur Verfügung stellt. So haben wir also eine Verbindung von verschiedenen Quellen, der verschiedenen Nutzer. Wir nutzen sämtliche Abwärmequellen und wir nutzen damit Energie so effizient, wie es möglich ist. Man könnte fast sagen, wir nutzen Energie mehrfach. Diese alten Flughafenflächen sind jetzt auch in der Gegenwart wichtig, um Berlin neu zu erfinden als Innovationsstandort. Tegel, aber auch Adlershof, der ehemalige Flugplatz Johannisthal, ist heute der Standort für Wissenschaftsentwicklung geworden. One example of really good progress is what we have in Adlershof, where we are integrating PV, we're integrating and higher efficiency with heat storage, and we can count up to 18,000 tons reduced CO2 per year. Wir sitzen hier in einem Gebäude, das war eines der großen DDR-Warenhäuser und ist heute umgewandelt zu einem der modernsten und ökologisch beispielhaftesten Gebäude der Stadt. Wir sind mitten in der Stadt, das heißt, wir können keine riesigen Solaranlagen oder ähnliches bauen. Dafür fehlt der Platz hier. Wir hatten das Glück, dass einer der großen Abwasserkanäle hier am Gebäude entlang führt. Abwasser hat im Winter eine Temperatur von 15 bis 20 Grad. Wir haben einen Wärmetauscher, 300 Meter lang aus Edelstahl, im Abwasserkanal eingebaut. Der zieht Wärme aus diesem Abwasser heraus, kühlt es also ab. Und diese Wärme wird ins Gebäude geführt, dort mit einer Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau gebracht und die dann zum Heizen des Gebäudes. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Energie in unseren Abwasserkanälen so enorm ist, dass es ein wesentlicher Teil dazu beiträgt, die Energie für so ein Haus wie dieses, also auf der Warm, also wir wollen, dass es hier wie heute wärmer wird, aber auch Kälte erzeugt werden kann. Und das ist so das Schöne, einmal in der Zusammenarbeit dann mit E.ON, diese Kreativität da zu suchen. Wohnraum ist sehr knapp, wir haben einen hohen Zuzug und insofern geht es darum, auch mehr und mehr Flächen zu erschließen. Wenn in Berlin neuer Wohnraum entsteht, wenn neue Quartiere entwickelt werden, ist es entscheidend, dass wir erneuerbare, CO2-sparende Materialien einsetzen, dass wir bei der Versorgung des Gebäudes grüne Energie benutzen und dass wir gleichzeitig den Anspruch der Leute erfüllen, eine komfortable und attraktive Wohnsituation zu haben. Wir sind hier in Schönefeld. Schönefeld ist eine aufstrebende Gemeinde, die mal mit 2.000, 3.000 Einwohnern angefangen hat. Und durch den Flughafen gehen wir mal davon aus, dass es bald 15.000 sein werden. Wir sind selber als Bonava ja auch daran interessiert, nachhaltig zu produzieren. Und hier hatten wir jetzt mit unseren Wohnungen das Glück, dass wir hier mit Edestherm einen Fernwärmeversorger gefunden haben. Wenn man sich dann überlegt, dass wir jetzt hier für so viele Menschen ein Zuhause schaffen mit entsprechenden Energieeinsparmöglichkeiten, dann haben wir hier wahrscheinlich auch ein bisschen zur Entlastung beigetragen, ja. 4 E.ON projects in Berlin save over 30,000 tons of CO2 each year. The visionary Berlin Tegel project will be highly sustainable through a low temperature heating grid, renewables and reused access heat. And below the modern office site at Koppenstrasse Up, its repurposed sewage canal transforms waste energy into valuable, usable energy, providing heating and cooling, and saving nearly half its CO2 emissions.
At the Affordable Housing Project Schönefeld, a biomethane combined heat and power plant connected to the local smart grid powers the city quarter's network with heat, reaching an outstanding efficiency level. And through a networked system for electricity, heating and cooling, combined with a CHP plant, the CO2 impact of the huge science and technology campus Adlershof is massively reduced, saving thousands of tons of CO2. Berlin ist ein Sehnsuchtsort für viele Leute. Ja, das ist einfach, it's a good life. Insofern, viele dieser Leute werden Sachen mitbringen, die diese Stadt auch immer wieder voranbringen und immer wieder dafür sorgen werden, dass sie sich neu erfinden kann. Also das ist ja im Grunde das, was an Berlin so faszinierend ist, dass die Leute sich zusammentun und Kunststätten umgestalten oder eine Art von Community bilden, die sich einander hilft. Communities sind so extrem wichtig für die Stadt, damit sie weitergeht und auch interessant bleibt. We can never do this alone. Changing the cities into becoming sustainable and beating the challenge of climate change is something we everybody needs to do. Are we ready? Are we ready to change the behavior? Are we ready to engage? Oh yes, we are.